Wasser ist allgegenwärtig im Osten Kanadas. Wasserfälle, Flüsse, Hunderttausende Seen. Ontario, sagten die Irokesen. Das heißt Land des glitzernden Wassers. Irokesen und Huronen, Cree und Algonkin, Mohawk und Ojibwe, auf den Spuren der First Nations, der kanadischen Indianer und der ersten weißen Siedler reisen wir durch Kanadas wilden Osten. Die nordamerikanische Urbevölkerung hat immer schon gern gefeiert. Exzessiv, wenn man den Berichten früher europäischer Reisender glauben darf. Von tagelangen Gelagen ist da die Rede. Heute geht so ein Fest, so ein Powwow, in ein, zwei Tagen über die Bühne. Wir sind in Midland, Ontario. Gastgeber sind die hier lebenden Huronen. Tänze und Gesänge stehen auf dem Programm des Powwows. Oft verbunden mit einem Wettbewerb. Teilnehmen darf jeder. Die Trommel gibt ein Lied vor und wer Lust hat, schließt sich dem Kreis der Tänzer an. Heute haben sich nicht nur Huronen und Vertreter anderer Irokesenstämme eingefunden, auch Algonkin, mit denen die Irokesen früher verfeindet waren. Längst ist den verschiedenen Stämmen klar, dass das Gros der Kanadier sie über einen kulturellen Kamm schert. Auch wenn die Franzosen und Engländer früher sehr wohl wussten, mit wem sie sich gegen wen verbündeten. Das Powwow bietet Gelegenheit, noch einmal die Besonderheiten der verschiedenen Kulturen zu zeigen. Das Marschland am Wye River ist seit dem 14. Jahrhundert Heimat der Huronen. Im frühen 17. Jahrhundert tauchten die ersten weißen Männer auf, französische Jesuiten. Sie gründeten die Mission Sainte-Marie im Mang-Lichelons. Sainte-Marie ist als Museumsdorf rekonstruiert worden. Der Deutsch-Kanadier Christoph Lorenz nimmt uns mit auf eine Zeitreise ins düstere 17. Jahrhundert. Soldaten, Handwerker und Laienbrüder unterstützten die Missionare um Vater Jean de Brébeuf. Sie bauten und befestigten die Klostersiedlung in ständiger Angst vor Überfällen. Huronia war für die Franzosen ein fremdes, abweisendes Land voller Gefahren. Die Jesuiten waren keine Händler. Sie suchten Kontakt zu den Wilden, nicht der wertvollen Pelze wegen. Sie wollten die Huronen zum wahren Glauben bekehren, sie umerziehen. Aber die christliche Lehre und ihre Vertreter überzeugten die Indianer nicht. Warum sollten sie Männern glauben, die kaum in der Lage waren, ohne Hilfe zu überleben? Die Strapazen der Europäer waren viel größer, als man sich das eigentlich vorstellt.
Umfeld hatte. Die Kälte und auch die Pflanzen, die man mit sich brachte, speziell das Weizen, waren hier nicht einfach zu gedeihen. Die Indianer waren in dem Sinne sehr, sehr groß hilfsbereit für die Europäer, mit Aushilfe in deren Saatgut, wie Mais, Bohnen und Squash. Und das war für die Europäer ganz was Neues. Man aß das eigentlich nicht so oft, aber stellte sich heraus als eigentlich ein sehr viel gesünderes Lebensumfang. Und es war ein Anfang, um Nähe zu bringen zwischen den beiden Seiten. Leider war es später durch den Druck der Jesuiten mit ihrer Religion auf die Einheimischen oder auf die Huronen aufzudrücken, doch etwas, was die beiden Seiten wieder auseinandertrieb. Angst und Misstrauen blieben auf beiden Seiten. Die missionarischen Erfolge der Jesuiten waren minimal. Zu Lebzeiten ließ sich kaum ein Hurone bekehren. Die meisten wurden getauft, wenn sie im Sterben lagen. Den Jesuiten fehlte das Verständnis für die indianische Kultur. Die Huronen fanden keinen Zugang zu der jenseitsorientierten Lehre der Weißen. Schließlich durften die bekehrten Huronen ein Langhaus auf dem Gelände der Mission bauen. In sicherer Entfernung vom Wohnbereich der Franzosen, aber innerhalb der Palisaden. Ein wichtiger Schritt aufeinander zu. Die Faszination der Huronen mit den Europäern war ganz sicher die Technik. Schusswaffen und auch Eisenarbeiten waren für die Indianer unbekannt und ganz was Neues und machte die Franzosen sehr kraftvolle Freunde. Die spätere Dämonisierung zwischen den beiden Seiten kam durch die europäischen Krankheiten, die angebracht wurden. Und nicht nur Pockenkrankheiten waren für die Indianer ausschlaggebend, sondern die einfache Influenza war tödlich.1639 war die Mission Sainte-Marie gegründet worden. Nur 10 Jahre später gaben die Jesuiten auf. 8 Priester hatten die Indianer getötet, weitere waren an Entbehrung und Krankheit gestorben. Wir sind in Cochrane. Midland war mit dem Schicksal der Huronen und Franzosen verbunden. Von Cochrane aus waren wir an die Hudson Bay und hören die Geschichte der Briten und der Cree. Es ist September. Die Touristensaison ist vorüber. Die Panorama-Waggons sind eingemottet. Der Polar Bear Express ist wieder ein ganz normaler Zug. Der Polar Bear transportiert alles. Lebensmittel, Baumaterial und natürlich die Menschen, die oben an der Hudson Bay leben. Der Polar Bear Express ist in die Jahre gekommen. Kein Dampfross mehr, aber ein Dieselmulli mit gelegentlichen Schwächeanfällen. Dann dauert die Fahrt nach Moosonee keine 6, sondern 8 oder 10 oder 12 Stunden. Wir fahren trotzdem mit. Neben unserem Team sind fast nur Cree an Bord. Und die tun, was offenbar alle Menschen tun, wenn sie im Zug sitzen, mal was essen. Was? 186 Meilen durch menschenleere Tundra. Viel Abwechslung verspricht das nicht. Also machen es sich die meisten bequem und hoffen, dass die alte Lok nicht schlapp macht. Ist es tatsächlich geschafft? Wir überqueren den Moose River und erreichen die Metropole der kanadischen Arktis, Moosonee. Der Zug endet hier. Downtown, das ist die Straße zwischen Bahnhof und Bootsanleger. Im Sommer eine staubige, jetzt eine schlammige Piste. . 2000 Menschen leben hier, fast alle Cree. Ein Ort, an dem jeder jeden kennt und Freundschaft ein Leben lang währt. Feindschaft sicher ebenso.
Mit dem Wassertaxi fahren wir hinüber nach Moose Factory Island. Dort hatte die englische Hudson's Bay Company ihre erste Niederlassung. Und die Geschichte von der Company und den Cree, die wollen wir hören. Wenig erinnert noch an die Handelsgesellschaft, die einmal de facto die britische Krone in Kanada repräsentierte. Die Grabsteine erzählen vom frühen Tod und langem Leid. Und wir können uns vorstellen, dass das Leben nicht leicht war hier, den harten Wintern und heißen Sommern. Einer, der hier lebt und das Leben kennt, ist der Historiker Greg Williams. Die Hudson's Bay Company kam 1670 nach Kanada und gründete ihre erste Niederlassung 1673 hier in Moose Factory. Damals tobte ein Krieg zwischen Franzosen und Engländern, zwischen Hudson's Bay Company und Revillon Frère. Dabei ging es um Pelze. Die waren fast so wertvoll wie Diamanten. Ohne die Hilfe der Cree hätten Engländer und Franzosen nicht überlebt. Das Klima hier ist rau. Es wird schon mal minus 50 Grad kalt. Damals vielleicht sogar minus 70 Grad. Sehen Sie hier diese Rampen? Da wurden im Winter die Schiffe hochgezogen. Das Eis türmte sich gewaltig auf. Und im Frühjahr, wenn es sich bewegte, dann zermalmte es einfach alles, was ihm im Weg war. Die Franzosen in Sainte-Marie waren hinter den Seelen der Menschen her gewesen. Die Engländer wollten die Felle der Tiere. Beide hatten enorme Probleme. Beide hätten ohne die Hilfe der Ureinwohner nicht überlebt. Auf Moose Factory Island suchen die Ureinwohner, die Cree, nach neuen Wegen. Wie können sie heute mit den weißen Kanadiern zusammenleben? Vor 10 Jahren entstand diese Öko-Lodge. Viel Holz wurde verbaut, viele natürliche Materialien verwendet. Auf eine Klimaanlage haben die Cree verzichtet. Es gibt gesündere, energieneutrale Alternativen. Die Zimmer sind großzügig geschnitten und komfortabel. Die Preise sind gesalzen. Das ist verständlich bei der Insellage. Aber wie kamen die Cree auf die Idee mit dem Ökotourismus? In der Tourismusbranche wächst doch die Ökosparte am schnellsten. Das fanden wir interessant. Und wir fragten, was könnte das für uns bedeuten? Es erschien uns ganz passend. Das war die Art Tourist, die wir wollten. Unsere Leute hier besitzen bestimmte Fähigkeiten. Das schien einfach gut zu passen. Unsere Leute können Boote steuern, sich im Busch zurechtfinden. Sie kennen sich eben aus. Also macht Ökotourismus hier doch Sinn. Moosonee, das ist eine echte Frontiertown, ein Stück wilder Osten. Ob die Tourismuspläne der Cree hier am Rand der Arktis aufgehen? Wir fahren zurück in den Süden. Von der Hudson Bay an den Huronensee. Eiszeitlandschaft auf tausenden Quadratkilometern. Wohin man sieht, haben Gletscher ihre Spuren in den Granit des kanadischen Schilds gefräst. Auf Manitoulin Island haben die Ojibwe ähnliche Vorstellungen entwickelt wie die Cree.
Wir sind verabredet mit Falcon McWims, einem Medizinmann und Lehrer der Ojibwe von Manitoulin Island. Er will mit uns über die Geschichte und die Zukunft seines Volkes sprechen. Auch die Ojibwe sehen im Tourismus eine Chance, ihre Kultur zu erhalten und weiterzuführen. Aber anders als die Cree von Moose Factory wollen sie den Weg in die Zukunft nicht allein beschreiten. Im Great Spirit Circle Trail von Manitoulin Island haben sich die hier ansässigen indianischen Völker zusammengeschlossen. Wir arbeiten mit allen Unternehmen zusammen, die von Indianern geführt werden. Hotellerie, Restaurantbetriebe, Tourenveranstalter und so weiter. Auf der Insel leben drei Stämme, Ojibwe, Odawa und Potawatomi. Sie bilden zusammen die Konföderation der drei Feuer und sprechen dieselbe Sprache, Algonquin. Weiter im Süden liegt das Gebiet der Irokesen. Zu ihnen gehören Mohawk, Seneca, Onondaga und so weiter. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, können wir an den See gehen und dort weiterreden. Einigkeit macht stark. Und die Gefahr, sich im touristischen Business zu verlieren, haben die hiesigen Stämme längst erkannt. Sie wissen, nur wenn sie ihre Identität bewahren, bleiben sie auch glaubwürdig. Die Zeit bringt Veränderung. Manche Leute glauben, wir müssten wieder in Tipis leben und auf Pferden reiten, um zu unseren Wurzeln zurückzufinden. Aber das ist im 21. Jahrhundert einfach unmöglich. Wir Ureinwohner nennen uns Anishinaabe. Das bedeutet, wir sind Teil der Schöpfung. Unser Geist ist mit dem großen Schöpfergeist verbunden, oder wie immer man diese höhere Macht nennen will. Dieses Bewusstsein macht uns Anishinaabe, nicht Tipis, Pferde, Pfeil und Bogen. Keine Wild-West-Shows für die Weißen also, sondern authentisches Kulturerlebnis. Solange wir in dieser Welt leben, sind wir Teil der Schöpfung. Und wir müssen uns über eins im Klaren sein. Pflanzen, Tiere, Steine, Vögel, Käfer, Wasser, das kann alles ohne uns weiter existieren. Aber wir Menschenwesen brauchen all das. Wir brauchen die Pflanzen, die Tiere, das Wasser, die Vögel. Wir brauchen den ganzen Rest, aber der braucht uns nicht. Deshalb müssen wir lernen, mit Mutter Erde zu leben, anstatt auf ihr. Der Mensch im Einklang mit der Natur. In Kanadas wildem Osten scheint die Verwirklichung dieses Traums zumindest vorstellbar. Und die Huronen und Algonquin, die Cree und die Ojibwe in Ontario wollen uns gern dabei helfen. In unseren Träumen sehen sie schließlich auch ein Stück ihrer Zukunft.